Willkommen zurück zu Deus Ex und ich will auch gar nicht lange fackeln. Ich drücke den Schalter. Wie versprochen. Oh, das sieht nach einem sich öffnenden Weg aus. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mich aber trotzdem mal hier ein bisschen umschauen. Da geht's nicht weiter. Und da... Na, ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Schade. Na gut, ab darüber. Ah. Wow. Das ist ein bisschen gefährlich. Bin mir nicht sicher, ob ich das in echt machen würde, ohne Sicherung. Okay, so geht das. Okay. Hier kann ich dann... Ach ja, genau. Wie ich glaube, Tong war es. Tressa Tong meinte, dass ich dann durchs Lüftungssystem wohl da unten reinkommen könnte. Ich brauche eben die Tempoerhöhung, um weich zu fallen. Sehr gut. So, was gibt's hier jetzt? Ja, nicht runterfallen. Okay, da kann ich nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Mauer. Kann ich da hoch? Nein. Auch da ist eine unsichtbare Mauer. Nun denn, dann bleibt ja nur das hier übrig. Gut. None of these units will have a panel. Crawl through the ductwork into the building. Und hier fängt wieder Half-Life an. Boah, ich brauche echt dringend Energie. So, Bioenergie. Diesmal wieder fast leer. This is the main air circulation fan. If you want to slip in this way, you should look for a maintenance hatch. Follow the air vents out of this room. But be prepared for dangerous machinery and maintenance bots. Der 20 ist niedrig und was haben wir da? 2 Lebenspunkte. Yeah! Ich sammle mich in Abnehmen vor Bots. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Da ist Sturmgewehrmunition. Wie kriege ich die Viecher jetzt kalt? Mist. Na, hey, immerhin. Das da ist weg. Kriege ich damit 2 auf einmal? Ja, wunderbar. Und jetzt habe ich noch... Boah, 8 Raketen. Das passt schon. Ja, komm. Einfach drauf, wird schon passen. So, einmal nachladen. Boah, es ist laut, ey. Ah, ich speichere mal. Ich glaube, ich speichere hier auch mal richtig. Bevor noch irgendwas schief geht. Sind hier Gegner? Nö. Ah, eine Kamera. Weil ich bin ja hier nicht der Schleicher. Multitool. Yeah. Wow. Ich dachte gerade, ich drehe mich. Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Kriege ich damit diese Viecher jetzt platt? Mit den Sabot-Granaten. Ja, aber die explodieren. Wow, die können... Ah, die ziehen mir Bioenergie ab, die Bösewichte. Menü. Ach... Benutze ich halt mal. Boah, 3 Medikits. Ja, so ist das okay. Mann. Hä? Was ist hier jetzt los? Warum ist hier Gift? Oder war das. Ach, da ist heiß, ha? Das Rote ist wahrscheinlich sehr heiß. Bioenergie. Sehr gut. Ich hack mich da mal eben rein. Da kann ich bestimmt die Kameras ausstellen. Vielleicht sogar die Bots oder so, oder darauf umstellen, dass sie anderes angreifen, andere Sachen. Puh. Tür, offen. Kameras gibt's keine, okay. Was ist hier jetzt? Komme ich dadurch wieder dahin, wo ich vorhin die Fässer zerschossen habe? Das wäre irgendwie ärgerlich. Den ganzen Aufwand für nichts und wieder nichts. Also in der letzten Folge, meine ich. Puh. Da geht's ja ganz schön runter. War da hinten noch irgendwas? Da, wo ich jetzt gerade herkomme? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich speichere mal eben. Und guck da nochmal kurz nach. Ja, das ist heiß. Okay. Ja, ich kann ja gleich laden. Ja, da war doch noch ein Gang, genau. 40 Fähigkeitspunkte. Für ein bisschen Schaden. Ja, das nehme ich doch gerne mit.
Bin ich jetzt? War ich da eben nicht da oben? Vorbladen. Ah, ich habe keine Energie. Ah, ich hab doch eine Zelle. Alles gut, alles gut. Okay, da bin ich also gerade durchgelaufen. Dann speichere ich hier eben nochmal. Das passt doch. Die 40 Punkte würde ich gerne behalten. Ja, ich bin jetzt genau da gerade rausgekommen, wo ich gerade eben schon war. Und damit ist auch klar, dass es dort lang und dort lang nicht weitergeht. Ich könnte jetzt da runterspringen. Würde ich aber ungern tun, da bin ich wahrscheinlich tot. Ich bräuchte eine Leiter und wie der Zufall so will, ist hier eine Leiter. Ab nach unten, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Krankontrolle. Aha. Und hier ist das Schiff. Sehr schön. Dieses Schiff muss ich sprengen. Haben die jetzt Alarm? Nö. Dadurch, dass sie ihren Hintern mal nicht sehen. Hehehe. Ah, das wackelt so sehr. Mist. Oh, noch ein Schuss. Ich lade mal nach. Krankkontrolle. Hm? Nö, was soll's. Wird schon passen. Was habt ihr für mich? Ein Messer. Ein Messer und ein Sturmgewehr. Sturmgewehr. Wahrscheinlich auch ein Messer. Und ein Sturmgewehr. Brauche ich beides nicht. Trotzdem danke. Ganz schön großes Schiff. Oh, da steht was in Chinesisch drauf. Interessant. Kann ich leider nicht lesen. Ist da hinten noch was? Das sieht nicht so aus. Oder kann ich hier vielleicht außen rum? Ah, das scheint zu gehen. Ja, hier könnte noch was sein. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Ein Steg, der zum Wasser führt. Da kann ich hochklettern. Okay. Das merke ich mir mal. Aber zuerst will ich mich nochmal bei der Krankontrolle umschauen. Vielleicht komme ich ja irgendwie einfacher auf das Schiff. Gegner? Ne, keine Gegner. Nur ein paar Fässer. Kampfmesser, ja, brauche ich nicht. Und außerdem gibt es ja noch das hier. Ah, Moment. Das wird wohl der Weg sein. Wie? Hat der Deckel gerade die fette Kiste da weggeschoben? Nicht übel, nicht übel für so einen kleinen Deckel. Wenn ich überlege, ich selber, ohne Kampf, ohne Krafterhöhung kann das nicht. The sewer leads straight to the water. You can reach the ship this way, if you don't mind swimming. Ah, ich sehe es. Alles klar. Nochmal 30 Fähigkeitspunkte. Coole Sache. Führt das jetzt wenigstens zurück zu dem Ort, wo ich die... Ah, was war das denn? Was bitte war das? Was zur Hölle? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, da hätte noch nicht mal was gepiepst. Habe ich da irgendwas ausgelöst? Keine Ahnung. Na gut, dann gehe ich diesmal eben zuerst hier rein. Ich kann auch von oben die Gegner da unten abschießen. Ah, da kann ich bestimmt raus. Oder Moment. Nein, da war ich gerade eben. Aha, da bin ich gerade eben von zwei Wegen hingekommen. Hier gibt es auch 40 Fähigkeitspunkte. Interessant. Was macht der Schalter? Der bewegt den Kran. Darüber. Das wohl was bringt? Ist das vielleicht auch ein weiterer Weg aufs Schiff? Drüber schleichen oder so? Bestimmt. Sicherheitsterminal oder sowas? Nee, ne? Ne. Keine Ahnung, was das da bedeutet. Okay. Geht's noch weiter hoch? Nein. Ich habe ja die Vermutung, dass ich da gerade eben war. Ja, genau, da war ich schon. Okay, da muss ich jetzt nicht mehr raus. Das passt schon. Dann würde ich dann einfach nur die Leiter wieder runterkommen.
jetzt aber. Mist, ich glaube, der eine hat es gerade gemerkt, dass sein Kollege umgefallen ist. Yep. Hehe, aber er trifft mich nicht. Ja, komm, die haben doch eh nichts für mich. Jetzt schieße ich den da noch ab und dann... Ich würde gerne die Rakete nehmen, die zielsuchende Rakete. Sag mal. Geht doch. So. Und jetzt mal eben noch da drin mich umschauen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie Ausrüstung, okay. Ein paar Techniker oder Mechaniker. Ah, und da oben kann ich dann vielleicht zu dem Kran, den ich gerade rübergefahren habe. Irgendwas zu sagen. Hey, you're the guy Vinny was talking about. Ja, genau, der nämlich. Yeah. We're 100% behind you. We want to know what's happening on the ship. Me too. The code to the ramp is 6655. It's that easy. But watch out for the guys on night patrol. I will. Thanks. Okay. Vielen Dank. 6655. Es hat sich gelohnt, mit Vinny zu reden. Hey, that's cool, you know Vinny. Good luck. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, mit dem Typen zu reden in der Bar. So, meine Medikits würde ich mir gerne aufsparen. Richtig viel Energie zum Heilen habe ich auch nicht. Deswegen würde ich mich jetzt gerne an den Automaten heilen. 40 und 12 macht 52 und 12 macht 64 und 4 macht 68. 68, da kriege ich Schokoriegel. Ich glaube, die heilen aber nur jeweils 2. Schauen wir mal, ob es reicht. Ich glaube ja eher nicht. 20 Schokoriegel, nee, aber die heilen immerhin 40 Punkte von den 64. Das heißt, es müssen mir noch 24 fehlen, genau. Nee, 12, 12 und 4, 28. Auch die heilen jeweils 2, brauche ich davon 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14. Nein, das war einer zu viel. Okay, ich kann nicht mehr tragen. Ah, davon kann ich halt 10 tragen. Okay. 1, 2, 3, 4 und 1 lasse ich mal für den Mechaniker liegen. Jetzt sollte ich voll geheilt sein. Genau, wunderbar. Familie entdeckt neue Spezies. Okay. Eine angespülte Eidechse, aber es war zu groß. Ein riesiger Kopf, Federn an den Armen, aber sah nicht wie ein Vogel aus. Waren das nicht die Viecher, die in den Laboren von der Biofirma waren? Ich glaube schon. Nee, bei MJ12 unten war das doch. Da, wo ich eingesperrt war. Diese grünen Viecher. Warum bist du so hektisch? Okay, du musst aufs Klo, alles klar. Wenn ich trinken muss, dann bin ich manchmal auch ganz schnell. 6655, okay. Da könnte ich den Code jetzt also rausfinden, auch wenn ich nicht mit Vinny geredet hätte. Ich mag das ja, dass das Spiel einem so viele Möglichkeiten gibt und lässt. You can sure tell the janitors haven't worked in a couple of days. Das ist so süffig hier. Boah, geht doch noch. Hab schon Schlimmere gesehen, vor allem in Hell's Kitchen. Geheimgänge habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Was ist da in der Ecke? Ach so, nur eine Mauer, eine Wand. Genau, von unten kam ich hoch. Oh oh. Hier will ich keinen Sabot, sondern normalen Schrot. Wenn das ein Mensch ist da drin. Und vorher noch ein kurz speichern. Stopp, das war's. Was gibt's hier? Mitarbeit bei der Überwachung der FEMA-Sicherheitsvorschriften. Kritische Fracht an Bord der Warcloud. Warcloud ist das Schiff. Bum, 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 bum. Alles klar. Von Aston Greer. Was hat der da? Sturmgewehr. 66554 ist nochmal der Code. Okay. Ich schalte mal eben noch ein bisschen Sicherheitszeug aus. Das kann nicht schaden. Das ist immer gut, wenn man das Zeug ein bisschen ausstellt. Oder vielleicht gibt es irgendwelche Geschütze, die ich umstellen kann, dass sie die Gegner angreifen oder so. Wobei die Kameras hier, die haben ja gar keinen Alarm geschlagen, als sie mich gesehen haben. Okay.
Ja, ich habe hier genug. Soll's. Für einen Dietrich kann ich da rein. Und was ist. Warum ist das jetzt ein stark bewachtes Gebäude? Ich will doch eigentlich aufs Schiff. Was ist denn in diesem Gebäude? Was? Ich habe heute Kameras ausgestellt. Schnell aus dem Bild. Okay, gut. Man muss ja eine Weile in dem Kamerabild stehen, damit die Alarm auslöst. Und da ich mich rechtzeitig versteckt habe, habe ich jetzt keinen Alarm ausgelöst, sondern halt nur lokal bei der Kamera. Kameraalarm sozusagen, aber halt eben nicht den Zentralalarm, der die Gegner auf mich aufmerksam gemacht hätte. Ach Moment, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay. Ja, nee, das ja nicht. Dann ist das einfach nur ein anderer Eingang. Hm, schön, immerhin mal alles erforscht. Ja, ja. Da war ich schon drin. Okay, so, irgendwo gab es jetzt noch Erfahrung. Wo war das? Wo gab es die Erfahrung? Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier. Hier könnte es gewesen sein. Genau. Einfach da einen kurzen Blick runterwerfen in die Kanalisation. Gibt noch ein paar Fähigkeitspunkte. Das mache ich einfach mal. Moment. Ach ja, genau. Genau, da bin ich gerade explodiert. Richtig. Ah, ich weiß. Verdammt. Das war dumm. Das war ganz dumm, hier zu speichern. Oh, 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 oh. Mist. Ach, verdammt. Ah, okay. Ich bieg das mal eben wieder hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Allerdings halt nicht hier, sondern im Abschnitt vorher, bevor ich gestorben bin. Tschüss.